Schauen wir uns jetzt eine weitere Art von Schleife an, die sehr verwandt mit der While-Schleife ist. Die heißt auch Do-While-Schleife. Der Unterschied ist, die eine Schleife wird gerne kopfgesteuert genannt, die andere fußgesteuert. Warum? Gucken wir uns das nochmal an. Dieses Programm kennen Sie nochmal. Das ist diese Methode Zeichnen 1, mit der wir unsere Quadrate gemalt haben. Die While-Bedingung steht hier oben drin. Das heißt, es gibt While, dann gibt es die boolsche Bedingung und dann der Block, der danach ausgeführt werden kann, wenn die Bedingung true ist. Das ist die Standardform einer While-Schleife, wie man es machen kann. Sie heißt kopfgesteuert, weil sie am Anfang hier die Überprüfung hat. Es gibt eine zweite Schleifenart, das ist eine Do-While-Schleife. Die funktioniert relativ ähnlich. Sehen wir auch, indem ich einfach mal diese Bedingung hier nehme, also das While, was hier steht, relativ plump nehme und einfach hier nach unten kopiere, hinter diesem Block. Das heißt also, ich bin in der Situation, dass das dahinter steht. Die Schleife wird allerdings begonnen mit dem Schlüsselwort Do. Das heißt, dies hier ist eine Do-While-Schleife. Wenn ich da ein Semikolon hinsetze, habe ich auch eine kleine Chance, es zu übersetzen. Und gucken uns das an, es übersetzt und hat keine Probleme. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist erstens das Schlüsselwort natürlich. Und die zweite Sache ist, diese Schleife wird garantiert einmal durchlaufen. Das bedeutet eben, ich habe keine Chance, diese Schleife nicht zu durchlaufen, außer ich mache ja am Anfang nochmal eine Anfrage mit einem If. Wenn wir das ganz einfach mal überlegen, wenn der Zähler hier zum Beispiel den Wert 10 kriegt und ich hier eine Prüfung habe, Zähler kleiner 9. Bei der alten Schleife ist relativ klar, da würde ich ganz einfach nicht reingehen. Da würde direkt hinter die Schleife gesprungen werden. Das ist hier anders. Ich gehe hier also in die Do-Schleife rein, führe das garantiert aus, werde den Zähler sogar dann auf 11 setzen in der Form, was wir haben. Und dann wird eben bei der While-Bedingung festgestellt, oh, das wird nach false ausgewertet, ich gehe raus, also hinter dieses Semikolon und da geht es dann weiter. Das ist also schon so die Grundidee von dieser Schleife, die wir dort haben. Wir können uns das ja nochmal angucken, ob es überhaupt funktioniert. Also übersetzen wir es nochmal und sehen dann, wenn ich diese Do-Schleifenspielerei hier mache, kriege ich hier ein Objekt, kriege ein Interaktionsbrett, das sehen wir hier mal, und dann mache ich eben diese Methode Zeichnen 1 hier und wir sehen, das sieht ziemlich genau nach dem aus, was wir sonst auch hatten. Hier, ups, mal gucken. Kann ich auch nochmal eine Konsole mit einblenden in der Form. Ja, also das ist schon alles, was dort passiert mit der Do-Schleife. Das heißt also wirklich, ich gehe garantiert einmal hier rein und mache die Prüfung später. Kann man sagen, vielleicht will ich hier gar nicht rein, müsste ich ja mit dem If abfangen, ist nicht so schön. Aber ab und zu kann das sehr hilfreich sein. Überlegen wir mal, ich habe jetzt hier geklaut aus den Folien dann, mal diese Methode nicht leerer Text nochmal genommen. Die Idee war ja, ich habe da eine Eingabeaufforderung und als Rückgabe soll ein Text rauskommen, der garantiert mindestens ein Zeichen enthält, was kein Leerzeichen ist. Ja, die Realisierung war da ja auch relativ einfach. Ich habe hier das Ergebnis hier auf einen Dummy-Wert gesetzt, in Klammern einen illegalen Text. Und solange der Text illegal ist, also nur Anführungsstriche hoch, also leer ist in der Form, mache ich eben, dass ich da eine Ausgabe mache und dann eben sage, gib mal einen Text ein. Ich entferne alle Leerzeichen, das macht das schöne Trim dann daran, muss ich nicht drüber nachdenken, gehe zurück. Das ist allerdings so, dass ich diese Aufforderung und alles, was hier steht, garantiert ja einmal machen möchte. Deswegen wäre hier eigentlich sogar die Do-Schleife ein kleines bisschen schöner. Gucken wir uns das an. Sie sehen also wirklich von der Logik her erschreckend ähnlich, weil ich dieses Ding wirklich gnadenlos nehme und einfach sogar per Drag and Drop hier nach unten ziehe, was hier sehr schön im Editor möglich ist. Und ich klopfe einfach ein Do davor. Das reicht schon vollständig aus, um dieses Programm hier zu schreiben. Also ich mache kurz mal übersetzen. Wir sehen das Ding übersetzt. Dann eben das Interessante dran ist hier allerdings auch, ich habe hier diese Ergebnisvariable, sehr sinnvoll, am Anfang deklariert. Und ich musste sie eben bei der alten Variante auf einen Dummy-Wert setzen, der eine gewisse Eigenschaft hat. Nämlich dafür sorgen, dass ich garantiert einmal in die Schleife reinlaufe. Und darauf kann ich jetzt hier verzichten. Also das hier würde auch funktionieren. Aber viel interessanter, das hier funktioniert auch. Das ist natürlich ein bisschen natürlicher, weil ich da die Variante habe, dass ich garantiert da einmal reingehe. Zur Sicherheit führen wir es auch einmal ganz kurz aus und sehen dann, was da passiert. Also machen wir mal hier einen nicht leerer Text, die Methode, die wir dort haben. Aufforderung, mach Text. Ja, und der muss natürlich in Anführungsstrichen sein, sorry. Und dann sehen Sie, hier steht dann, mach Text und ich habe die Möglichkeit, Eingaben zu machen. Und wenn ich direkt jetzt die Return-Taste drücke, ja, ist die Methode nicht zu Ende. Sie sehen das Lauflicht und ich mache jetzt 23 Leerzeichen oder weniger dann davon und Marker auch nicht.
Und ich mache nochmal drei Leerzeichen und dann ein Aha und dann nochmal drei Leerzeichen und dann OO und dann irgendwie nochmal drei Leerzeichen. Und wir sehen, ah, das funktioniert. Erstens ist die Eingabe da und beim Ergebnis erkennen wir dran, die Leerzeichen, die davor stehen und die Leerzeichen, die dahinter stehen, sind alle weg. Die natürlich in der Mitte sind, bleiben da drin. Das ist also die Möglichkeit, mit diesem nicht leeren Text zu arbeiten. Damit ist diese Du-Schleife also auch sehr nett. Ich muss allerdings dazugeben, bei mir persönlich ist die Du-Schleife im Kopf meist nicht vorhanden, wenn ich programmiere. Das heißt, das ist nebenbei auch ein Eindruck, den ich habe, wenn ich Programme anderer Leute angucke. Man findet in diversen Sourcen ab und zu Du-Schleifen, aber sehr, sehr selten, auch wenn sie vielleicht sogar etwas schöner werden. Also wann ist sie schöner? Ganz einfach, wenn Sie wissen, Sie wollen garantiert einmal in die Schleife rein, ruft das eher nach einer Du-Schleife. Da man eigentlich dazu natürlich noch einen weiteren Befehl im Hinterkopf behalten muss, ist es auch so, wie wichtig ist das Ding? Und dann kann man sagen, ach, wir erinnern uns an diesen Fragezeichen Doppelpunktoperator. Vielleicht erinnern Sie sich dran, hoffentlich. Dann in der Form hatte ich auch gesagt, der ist eher fürs passive Wissen da. Das würde ich von so einer Du-Schleife nebenbei auch sagen. Also man sollte sie kennen. Man darf sie auch verwenden, also das definitiv, also das sollte jeder lesen können, aber man muss sie nicht aktiv verwenden. Das ist also dann so die grobe Zusammenfassung dazu. Das habe ich auch nochmal auf den Folien hier zusammengefasst, da sehen wir hier drauf. Da sehen wir gleich nochmal schon die Methode, die ich gerade umgeformt habe drauf, um das eben nochmal anzudeuten, wann die Du-Schleife sinnvoll ist. Eben, wenn Sie garantieren wollen, dass ich hier einmal reinlaufe, dann sollte man das eben mit Du davor machen oder kann es damit machen. Ansonsten müsste man tricksen. Eben, ich könnte hier natürlich ein If machen und das nochmal in einen Block reinschreiben. Da könnte ich auch verhindern, dass ich diesen Block hier ausführe. Aber das wäre sofort ein Zeichen, dass ich die andere Schleife haben möchte. Die Bedingung da unten haben Sie gesehen, per Copy und Paste dann eben oder per Drag and Drop, was ja sogar, dann kann ich 1:1 übernehmen. Es ist die gleiche Prüfung. Also solange das hier gilt, wird die Schleife ausgeführt. Also ich gehe dann Klartext hier oben wieder hin. Lande hier, mach das, gehe hier hin und erst wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, gehe ich hinter das Semikolon und mache dann mit dem weiter, was hier so steht. Das kann man auch sehr schön visualisieren, indem man das eben als Aktivitätsdiagramm aufmalt. Aktivitätsdiagramme nebenbei, den sieht man nicht wirklich genau an, auf welche Schleifenart dort verwendet wird. Die Schleife erkennt man nur daran, dass es eben im Ablauf irgend so einen Kringel gibt, wo man einmal rumlaufen kann. Ja, und hier sieht man eben dran, dass die Du-Schleife eben die Form hat, dass ich hier eben eine Raute habe. Was ist das denn? Ach ja, zwei Eingänge, eine raus. Das ist eine Vereinigungsraute. Beim ersten Lesen kann man die also einfach wutsch durchlaufen. Dann kommt das Teilprogramm, was ausgeführt wird. Und dann kommt die Prüfung. Wenn die Bedingung erfüllt ist, gehe ich zurück hierhin, komme dann von der Seite rein und mache nochmal das Teilprogramm. Und da ist die Schleife. Und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, ist Schicht im Schacht. Und ich laufe hier wieder raus. Dann. Also Schleife wird wiederholt, solange die Bedingung wahr ist. Heißt gerne fußgesteuerte Schleife, weil ganz einfach die Bedingung am Ende der Schleife steht, was eben auch das Lesen von da etwas nerviger macht. Das ist einfach dann einer der Gründe, warum die Du-Schleife seltener genutzt wird, weil man am Anfang gleich wissen möchte, was eigentlich für eine Schleife, was in der Schleife passiert, was man dort machen kann. Ja, jede Wildschleife ist eine Du-Schleife verwandelbar und umgekehrt. Mit einem kleinen If drin, das ist so eine kleine Aufgabe, die man sich selbst mal stellen sollte. Nehmen Sie einfach ein Programm, wenn Sie jetzt irgendwas mit Wildschleifen schreiben, schreiben Sie es einmal um in eine Du-Schleife oder schreiben Sie dann mal ein Programm erst mit einer Du-Schleife und verwandeln das in eine Wildschleife. Und Sie werden sehen, ja, das geht sehr fluffig dann aus den Fingern raus und sollte kein Problem sein. Und eben abschließend nochmal, viele Programmierer verzichten drauf. Das ist aber keine Coding-Guideline für mich. Das ist einfach nur, ja, machen Sie das, was Sie schöner finden. Und da kann man voraussetzen, dass andere Leute das auch ernsthaft lesen können.